Herzlich willkommen zu diesem Video Grundkompetenzen Windows 11 und jetzt geht es darum, wie man diese Liste der zuletzt verwendeten Dateien im Windows Explorer und natürlich auch der verwendeten Ordner löschen kann. Dazu öffnen wir erst einmal den Windows Explorer mit der Tastenkombination Windows-Taste und E. Dann habe ich hier den Schnellzugriff, das habe ich im letzten Video schon gezeigt. Dann löschen können wir das Ganze, wenn ich hier auf diese drei Punkte gehe, also auf diese weiteren Informationen. Wähle wir hier den Menüpunkt Optionen. Gehe hier dann in der Registerkarte Allgemein, also wenn ich auf Ansicht bin, möchte ich auf Allgemein gehen. Gehe hier im Bereich Datenschutz und da könnte ich dann Löschen auswählen und dann wird dann der Datei-Explorer-Verlauf, den ich hier habe, gelöscht. Und das war's schon. Danke für deine Aufmerksamkeit.